Am Martini-Tag frönt man auch an der Martini ganz ein berühmtes Essen und nicht wirklich zünftige Angelegenheit. Trotzdem habe ich hier den Altmeister von der Magdalenenzunft in Dornach. Steffi, wie kommt das überhaupt zu dem Essen? Warum die Martini-Gans? Gibt es da eine Verbindung? Oder hat die Zunft einfach sich so etwas zu eigen gemacht, um auch das zünftige Leben zu geniessen? Das Zweite ist richtig. Weil wir haben eigentlich keine Beziehung zu der Martini-Gans. Wir haben einmal, eben, wie ich vorher draußen gesagt habe, vor 15 Jahren gesagt, die Altmeister, also wir Meister, wir sehen es nicht mehr so, wir machen ein Treffen Altmeister. Und ich muss jetzt sagen, das erste Mal, als wir das gemacht haben vor 15 Jahren, hat es keine Martini-Gans gegeben. Es hat ja viele gegeben. Ist auch nicht schlecht gewesen. Aber nachher war der Siegfried, der alte Kantonstierarzt, noch unter uns gewesen. Und er hat dann gefunden, es ist 11.11. und da ist Martini und dann hat das angefangen. Woher kommt denn die Überlieferung von dieser Gans? Hast du da eine Geschichte dazu? Los, Danny, ich habe gehört, du erzählst noch etwas darüber. Da muss ich leider passen. Ich weiss nur, dass es so Brüche gibt mit Halsabschneiden und so Zeug. Aber genau, und wenn ich nicht genau weiss, um was es geht, tue ich lieber nicht äußern. Also, während ihr jetzt unser Opulenz-Mall anschauen dürft, das wir geniessen, hier noch schnell die Hintergrundgeschichte dazu. Es war eben so, dass der heilige Martin eben heilig gesprochen worden ist, zum Bischof ernannt worden ist und da so ein barmherziger und selbstloser Mensch war, hat er sich verstecken. Und Steffi, weißt du, was ist passiert? Die Gänse haben ihn verraten. Und darum sage ich jetzt einen guten. Deine Bitte lehrt man immer etwas. Dankeschön, nicht nur Gläser.